So, willkommen zurück zu Let It Die. Ich... What the fuck? Ich würde mal zu gerne wissen, wer diesen Radiosender bedient. Ist jedes Mal andere coole Musik. Ja, das wird wahrscheinlich die letzte Folge vor Weihnachten sein. Und dann mache ich eine kleine Kanalpause, eine Kanalpause. Yeah, zwei Chili brauche ich immer. Und ich weiß nicht, ob man es hört, aber es ist noch nicht so schlimm, aber ich bin ziemlich krank. Mein Sohn auch, der schläft jetzt hier neben mir. Ich hoffe, der wacht jetzt nicht bei dieser harten Rockmusik auf. Aber der ist eigentlich gut nehmen. So. Ja, und traditionell zu Weihnachten bin ich krank. Und auch weil Weihnachten viel zu tun ist, werde ich bis zum ersten, ja sagen wir mal bis zum zweiten, keine Videos mehr nachliefern. Das kommt dann erst wieder im Neujahr, weil ich einfach zu viel Weihnachtsproduktion habe hier. So, wir gehen jetzt mal, oder was haben wir eigentlich alles dabei? Ja, ich wünsche auf jeden Fall jedem Zuschauer besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auch wenn jetzt Weihnachten jetzt nicht gerade unter dem besten Stern steht, nachdem das, was da in Berlin passiert ist. Aber ich zerbreche mir da gar nicht weiter den Kopf drüber. Weil umso mehr lässt man sich auf das Ganze ein. Jetzt haben wir hier das da fertig. Können wir da gleich das nächste ansetzen? Plus 2 Stufe. Mach mal. Wird gebaut. Muss man mal einen Fernseher lauter schalten, nicht dass ein Echo kommt. Leiser schalten, nicht dass ein Echo kommt. So. So. Ja, ich mache mir da gar nicht so viel Gedanken darüber, weil umso mehr man das macht, umso mehr unterstützt man das Ganze. Terror fließt bei mir nicht ein. Das ist bei mir nicht zu Hause. Menschen sterben immer und wenn es dann so passiert ist, ist das zwar schade, aber ich werde mir nicht den Hehl machen, dass ich das irgendwie einbeziehe in mein Leben. So, warum steht hier jetzt so eine Zahl? Ich habe das jetzt gebaut. Dauert das jetzt wieder oder was? Eine Minute, oder? Ich baue jetzt mal von jedem eins. Wir wollen mit voller Ausrüstung reingehen. Wir gehen heute direkt. Ja, das dauert alles ein bisschen. Die Frage ist halt, wie lange? Die Zahl kann ich nicht so ganz deuten. 0, 0, 0. Naja, gut. Dann machen wir vielleicht kurz mal so. Gehen wir mal kurz in die Spielhalle. Wir haben ja gesagt, wir schauen jede Folge ein Video an da hinten. Den könnten wir jetzt auch mal ansprechen. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Schau mal, was der zu sagen hat. Oh, you playing that? Well, let me know if you have any questions. I'll give you some tips, if I have the time. Okay, also der scheint irgendwie Tipps zu geben, aber im Moment noch nicht. Ja, der Spielprofi, der keine Tipps gibt, wenn man ihn fragt. Ah, ja, genau. Gut, dass wir gerade hier sind. Uncle Beth is a big fan of Rakugo performances. Mm-hmm. He's really into that kind of Japanese stuff. Jetzt ist die Frage, wir haben hier mal ein paar Quests. Besiege Schreier mal 10. Besiege Schreier mal 10. Mit Datenbo. Aber da müssten wir jetzt wieder im ersten Stockwerk runter. Das will ich jetzt eigentlich nicht. Besiege Hasser. Das sind, glaube ich, die, wo von anderen Spielern kommen. Besiege Kratzknolle. Besiege Schwebknolle. Kann ich mehrere auf einmal annehmen? Kratzknolle, Coin. Besiege 5 Feinde mit Rattenscharf. Ja, wenn ich wüsste, wie das hingehauen hat. Besiege alle Feinde mit Hammer in Ikagera. Besiege 10 Feinde nacheinander mit Kreissäge. Okay, okay. Verursachst du Schaden mit anderen? Okay, alles klar. Also das sind schon einige Aufgaben. Ich nehme jetzt mal diesen Kavum-Pilz hier an. Das scheint recht leicht zu sein. Okay, Quest angenommen. Schließen. Kann ich jetzt noch eine Zweitquest dazu nehmen? Flauschpilz? Ah ja, okay. Kann ich mehr annehmen. Das ist sehr gut. Fange Frosch 5-mal im Turm. Okay. Fange Ratte 10-mal im Turm. Das nehmen wir mal alles mit. So. Dann noch, ich weiß nicht, ob ich die... Ja, dann mache ich sie doch gleich alle rein. Warum nicht? Warum sollte ich da jetzt groß rumhakeln? Ich hoffe, die Quests werden... Ah, du hast das Questlimit erreicht. Okay, jetzt habe ich aber auch wirklich nur Sachen, die wo ich auch definitiv schaffen sollte.
Was ist das da gewesen? Wenn du alle steige ohne Rüstung, indem du alle Feinde besiegst, vom Ikigara ins Ikagoho des Turms. Oh, das hätte ich vielleicht nicht annehmen sollen. Ich lasse es mal stehen, es ist nicht so schlimm. Okay, ciao. Und dann schauen wir uns noch ein Automatenvideo an, wie gehabt. Tower of Barb, Leben der Toten, Gyokun Fusha und Koen. Ah, das sind zwei neue. Nehmen wir mal das da hier. Massa Barbs. Many people work within the Tower of Barbs. Commando Kawasaki, who runs the department store Gyoku Funsha, is one of those people. He is a 51-year-old American with a wife and children. However, 2 years ago, his wife left him, and he is now a single father. As a former black market weapons trader, he decided to open up his department store in the tower. His store handles only the finest goods. He has a keen eye for quality, and if he likes you, he may just provide you with valuable advice. So he is well liked and trusted by his customers. His store is quite popular among tower climbers, as it gives them an advantage in equipment over others, which can make all the difference. Okay, da haben wir jetzt mal ein bisschen mehr über den Händler erfahren. Ist auch ganz interessant. Also ich finde das Prinzip sehr cool gemacht, dass man die Story so in dieser abgefahrenen Jukebox erfährt. Wie auch immer. Gut. Ja, ich denke, schauen wir mal nochmal da zu dem Radio. Hat sich da was verändert? Ah ja, das sind jetzt irgendwie mehr. Ja, nehmen wir mal Piano-Zombie. So, dann zurück in den Turm. Schön, dass keine Zwischenladezeit ist. Das gefällt mir. Ah, jetzt ist die Musik hier. Also, wir können hier also durch den Radio in der Spielerhalle können wir quasi auch hier die Musik ändern. Jetzt gucken wir mal, ist das jetzt schon fertig? War das jetzt eine Minute oder ist es eine Stunde? Das werden wir jetzt erfahren. Ah ja, genau, okay. Alles klar. Hä? Ach nee, jetzt ist hier was fertig. Aber wo ist denn jetzt das hin? Muss ich das jetzt nochmal kaufen? Ich weiß es nicht. Verwirrend. Hä, jetzt habe ich aber hier... Ist es hier vielleicht in meiner Truhe? Wo ist es denn nun? Ich finde es nicht. Anmeldebonus. Du erhältst Express. Bla bla bla. Objekt wird genommen. Bist du sicher? Ja, Geld. Dann haben wir hier noch dieses Zeug. Habe ich jetzt den Namen vergessen. Objekt wird genommen. Bist du sicher? Bla bla bla. Anmeldebonus. Und noch ein paar Schädelchen. Kann man immer gebrauchen. Wie wir mittlerweile festgestellt. Also hier ist jetzt mein Zeug auch. Ich habe es vielleicht direkt im... Ah ja, ich hab's direkt in der Todestasche. Gut, dann tun wir das gleich mal ausrüsten. Machen wir uns mal schick. Und dann würde ich sagen, machen wir mal hier auf Daryl Dixon heute. Bin mal gespannt, wie die Armbrust läuft. Dann haben wir hier noch Kettensägen. Die nehmen wir in den Nahkampf. Rüsten wir jetzt mal links den Nahkampf aus. Und dann haben wir noch einen Hammer. Zack, dahin. So, und den restlichen Platz heben wir uns auf. Ja, sieht schon ein bisschen ausgerüstet aus. So. Dann wollen wir kämpfen. Wir wollen weiter in den Turm kommen. Habe ich noch Punkte? Das mache ich noch schnell. Ne, ich habe nichts. Gut, ich bin ja maximal. Okay. Dann gehen wir in das vierte Obergeschoss. Ja, vielleicht mache ich jetzt noch eine zweite Folge drauf. Weil ich jetzt noch ein bisschen rumgeblödelt habe hier im Warteraum. Aber muss natürlich auch mal sein. Haben ja die letzten Folgen sehr viel im Turm gemacht. So. Schön dieser Hammer, der wo mit einem Blitzzeichen verziert ist. Allgemein, also die Liebe zu dem Detail in dem Spiel finde ich wirklich sehr klasse. Also das ist einmalig.
Nur mit der Kampfmodi, da hapert es ein bisschen. Das könnte fortschrittlicher sein. Es ist nicht schlecht, aber es ist nicht perfekt. Also es könnte ein bisschen, ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist. Also wie gesagt, es ist wie der Wechsel von Demon's Souls zu Dark Souls 3. Bei Dark Souls 3 läuft die Steuerung doch sehr flüssig und bei Demon's Souls ist es so ein bisschen abgehackter, dass wenn man Schlag ausführt, wobei das ja auch realistisch ist, wenn man Schlag ausführt, dass man eben nicht sofort ausweichen kann oder ein Schild in dem Fall jetzt nicht, aber halt sich sofort wehren kann, das ist schon irgendwo logisch. Naja, mal gucken, wie es weitergeht. Denn Shofu, war man da schon? Kommt mir neu vor. Ja, ich glaube schon, da war ja der Laden. Also ging es da noch weiter irgendwo? Müssen wir erstmal schauen, wie die Armbrust funktioniert. Ja, sie funktioniert, aber sie macht irgendwie keinen Schaden, kann ich sagen. Ja, dann wird halt gesägt. Level 22, ach du Scheiße, jetzt sehe ich sie erst. Ach du Scheiße, verdammter Mist, nochmal, na. Ja, willkommen zurück. Ja, was sage ich nun zu dem Versicherungsangebot? Mittlerweile merke ich, dass es doch, auf das gleiche hinausläuft wie auch bei Dark Souls. Den Vergleich ziehe ich so gerne. Ich meine, das hier ist das Dark Souls in Sci-Fi-Modus. In End-Time-Modus. Oh, da ist ein Pilz. Den nehme ich jetzt schnell noch mit. Schwupp. Soll hier irgendeinen 10-mal suchen oder mehrere? Lass ich dich aber nicht hier ran. Ich bin viel zu stark, so. Level 22. Naja. Nehmen wir mal die Tasche. Haben wir gerade schon einen eingepackt. Da ist noch ein Pilz. Ein LP steigen. Okay, sehr gut. Den nehmen wir mit. Steigen die für immer? Gute Frage, ne? Das ist immer so ein bisschen verwirrend. Ach du Scheiße, da hinten ist eine Party. Ja, bei denen hat das schon mehr Wirkung mit der Armbrust. Da haben wir Level 12. Scheiße, sind aber auch schon einige hier unterwegs. Nein. Nicht nochmal. Okay, die Ampus ist schon sehr gut. Also diese Gegner wohl noch schwach genug sind, dass es Wirkung hat, ist auf jeden Fall effektiv. Schuss haben wir auch eine Menge dazu bekommen, das ist auch ganz gut. Feuerwerkswerfer ist sehr gut, den nehmen wir mit. Ich habe festgestellt, dass der gar nicht so schlecht ist. Was haben wir hier? Bügeleisen! Yeah, meine Lieblingswaffe. Müssen wir gleich mal umrüsten hier. Heute noch nicht gebügelt. Oh, was haben wir hier? Ein Zähpilz. Den esse ich jetzt mal gleich. Brauche ein paar Leben und... Ein Zähpilz kann ich doch gerade ganz gut gebrauchen. Was ist hier? Baumwolle. Liegt hier das ganze Zeug rum? Hey, mir kam es so vor, als wenn das letzte Mal hier der Händler gewesen wäre. Habe ich mich getäuscht? Naja, erstmal das Zeug hier einsammeln. Sehr viel Rohstoffe. Aber hier scheint eine Sackgasse zu sein, kann es sein? Ich glaube nicht daran. Ich glaube immer noch nicht daran. Ist hier tatsächlich eine Sackgasse? Das wäre ja mal ein bisschen mau. Ne, hier ist nichts mehr. Aber da war doch das letzte Mal der Händler, bin ich jetzt völlig beschucke. Oder war ich noch nicht hier? Also hier geht es definitiv nicht weiter. Schade. Ja, doch, das letzte Mal war hier der Händler, ich bin mir ganz sicher. Wo ist er denn jetzt hin? Ist die Wand da runtergekommen, oder? Oder hat er einfach abgebaut? Sehr seltsam.
Gut, dann gehen wir eben unten weiter. Sehr verwirrend. Oh, mein Herz, genau. Das mit dem Herz ist irgendwie cool, aber auch irgendwie komisch. Es ist auf jeden Fall cool, dieses Pochen mit dem Herz. Dass es dargestellt wird, ich weiß nicht. Da müsste man das Ganze noch ein bisschen weiter ausbauen. Da müsste es dann noch so Knochenbrüche und sowas geben. Und wenn dann ein Knochenbruch ist, dann sieht man sich so ein Skelettform an der Stelle. Das wäre cool. So, nächstes Gebiet. Takahara. Jetzt fällt mir auch noch ein, dass es mich auch ein bisschen, das Spiel erinnert mich auch ein bisschen an kennt jemand Godhand? Auch so ein Japano-Spiel in so einer skurrilen Stimmung. Das da geht es mehr so um Kampfsport, also auch ein sehr cooles Spiel, kann man auch weiter spielen. War auf der PlayStation 2, glaube ich. So. Mach einen Fernkampf. Wettbewerb. Oh, was ist das denn? Zu wenig Schaden. Dann hau mal drauf. Neue Klamotten. Packen wir mal ein. Natürlich die Frage, regeneriert sich der Raum immer neu? Kann das sein? Kommt das jetzt sehr unbekannt vor? Oh. Niente. Leer. Ah! Verschreckst du mich denn so? Bist du wahnsinnig? Au! Au, au, au. Ach, du kannst gar nicht schon lange. Au, 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 jetzt muss ich aufpassen. Auf jeden Fall soll die sehr zombieartig wirken. Doch was anderes, wenn die an so extrem hinterher rennen. Und das ist auch die Schwierigkeit gegenüber zum Beispiel Dark Souls, sind die Gegner eher immer langsam unterwegs. So, dich habe ich jetzt erstmal. Okay, jetzt sollte ich vielleicht mal Pilz essen. Nee, essen. So, Angriff plus 50, sehr gut. So, irgendwo war noch einer, oder? Noch ein Bügeleisen. Da sind noch viele. Die verstecken sich da oben. So. So kommt ihr nicht an mich ran. Kann ich den auch hier irgendwie von oben hier unten abballern? Das wäre natürlich nicht schlecht. Irgendwie fehlt mir einer. Waren es nicht drei? Ein Schlafpilz. Na ja, mal mitnehmen. Pilze sammeln. Aha. Eins von zehn? Hä? Verwirrung. Permanente Verwirrung in diesem Spiel. Oh, hier gibt es so ein Secret Way. Muss ich also doch auch mal ganz gut umsehen. Na toll. Der führte ins Nichts. Ob hier auch irgendwo unsichtbare Wände sind, das wäre natürlich dreist, würde ich behaupten. So, nochmal eine Hacke. Ja, sag mal, wie viel können wir denn tragen heute? Oh, jetzt sind wir voll. Ja, aber man sieht schon, die neue Ausrüstung ist wesentlich stabiler als das alte ranzige Zeug. Da hat man definitiv einen Vorteil, wenn man Ausrüstung verstärkt. So. Sehe ich gerade auf die Zeit. Wird schon wieder knapp, will es auch nicht zu lange machen. Dann mache ich doch noch eine Folge dran, auf jeden Fall.
Dann kommen meine Weihnachtsverabschiedungen gleich. Also, ich lege mich jetzt erstmal hier hin und mache ein kleines Nickerchen. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Also, bis in 3 Sekunden.